Hab's. Gut. Willkommen zurück zur Part Nummer 106 von Borderlands 2. Hoffentlich dieses Mal mit mehr Missionen. Schauen wir mal. Also zumindest haben wir hier schon mal direkt... direkt mal alle vier von Claptrap, super. Oh. Cool. Diese orangene rollende Toaster. Ja. Wir schauen mal, ob es noch mehr Claptraps gibt. Und ich bin falsch gesprungen. Ja, in Borderlands 1. Und in dem Pre-Sequel. Ja, da gibt's noch einen weiteren. Oder mehrere, je nachdem, in welchem du jetzt hier mal unterwegs ist. Ja, es gibt ein paar. Wo müssen wir lang? Wie müssen wir lang? Da runter? Okay. Nur Fallen ist schöner. Ich kann dich so ganz schwammig am Horizont erkennen. Schön, nicht wahr? Dafür das Fahrzeug, das mich überfahren hat. Fantastisch. Hör auf mich zu schieben! Es fährt mich weg! Und ich bin tot! Bin ich jetzt wieder oben bei Claptrap? Wahrscheinlich. Ne, ich bin bei dir. Immer noch wilde Krieger. Jetzt ist der wilde Krieger ein fähiger Krieger. Ich versuch das gar nicht. Schön. Das Gag tut einen Claptrap auskotzen? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Ich frag einfach gar nicht. Schön. Der scheint ganz gut klar zu kommen. Einigermaßen. Wir müssen alle Gegner töten, oder? Kann das sein? Nicht alle, wir müssen nur vermeiden, dass die dem Skag genug Schaden zufügen. Ja, warum schlägt er dann die ganze Zeit Hasen? Damit er getroffen werden kann. Autsch. Warum ist mein Claptrap eigentlich rot gewesen? Mein Deathtrap? Autsch. Ich habe keine Ahnung, weshalb du ein Claptrap hast. Du hast es nicht verdient. Ich schon. Das war keine gute Idee. Explosionen des Lebens! Na gut, es hat funktioniert. Der Beginn von etwas Spitzenleben. Was habe ich getan? Mir reicht's jetzt. Digistruct Explosionen. Ich sollte mehr bringen. Ja, die bringen halt echt mehr. Die ziehen fast die Hälfte vom Gegner einfach ab. Was genau? Naja, so eine Digistruct-Explosion tut bei manchen Gegnern einfach schon die Hälfte vom Lebensbalken wegmachen. Cool. Welch wunderschönes Elend! Dieser Claptrap und ich werden so viel sparen, unser Kotzi nimmt Schaden! Du musst ihn beschützen! Kotzi, das muss ich mir merken. Und da ist ein Gegner durch den Boden geklitscht. Die schönste Art von Gegner, nicht wahr?
Hey, wir hatten noch die beschützte Claptrap-Mission aus Southern Shell vermisst. Ja, hier gibt's die wieder. Mit Kotzi. Könnte schlimmer sein. Ja, ich mag die im Southern Shell trotzdem mehr. Ey, die Digistruct-Explosion ist so overpowered, siehst du das? Ist hier gerade etwas anderes. Bis Kotzi fast tot ist. Ja. Ich rieche ein Tröpfchen. Ist zum Kotzen, oder? Hast du Hilfe? Soll ich dich beschützen oder Kotzi? Wie willst du's? Kreislauf des Lebens! Wenn meine Bassex mal Schaden verursachen würde, statt durch die Gegner durchzusegeln, wäre super. Raus aus meinem Kopf! Los, brenne! Und nehm Digistruct Schaden! Und lass dich von Deathtrap fisten! In der Reihenfolge. Ich bin gerade mit einem richtig harten Handicap ausgestattet. Teleportation? Nicht nur das, sondern dass halt der Schaden von dem Spiel irgendwie nicht wahrgenommen wird. Weil das Spiel einfach sagt, nein. Du und Schaden? Nein. Dieses Spiel ist perfekt programmiert und wir zeigen euch warum. Okay, was habe ich gerade eigentlich verpasst? Du kannst mich nicht kontrollieren. Also, der Claptrap-Dummy, der ist explodiert. Der Skag ist zurück in den Bau und ist reingegangen. Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, was mit dem da passiert ist. Wahrscheinlich in die Höhle rein und dann sind die Kleinen raus. Ja, okay. Mensch, wir haben endlich mal wieder eine Mission geschafft. Hier vorne ist der große Skag, der ist noch am Leben. Zwar mit wenig Leben, aber am Leben. Ich hasse dieses Luftkissenboot. Ich mag, dass es weg ist. Moment mal, was sind denn die nächsten Missionen? Wische den Skekurin auf. Finde Nakayamas verlorene Audio-Tagebücher. Töte einen Unbesiegbaren. Suche irgendwas aus. Verloren oder verlegt? So gut wie der bei Summon war, glaube ich eher, der hat sie irgendwo hingelegt und nicht mehr wiedergefunden. Ich will mal eine Sache in meinem Inventar nachschauen. Okay. Und du hast wieder Freunde gefunden. Scheinbar. Nein, nein, nein! Hast du so eine inspirierende Persönlichkeit? Explosionen des Lebens!
Oh mein Gott, mit der Digistruct-Explosion kommt man halt echt gut klar. Niemals aufhören zu killen! Niemals! Na, oh, alles sind weg. Oh mein Gott! Heute hat Handsome Jack zu mir gesprochen. Ich wurde in seine Turbo-Mansion geschickt, um Iridium zu liefern. Und oh, der Klang seiner Stimme. Diese Weisheit, diese Schönheit. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagte. Irgendwas, dass er mich erwürgt, wenn ich weiter so anstarre. Aber oh, ich bin der glücklichste Mensch auf Pandora. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr, oder? Ja. Na, Gegner, hört auf, da zu sein. Warum sind hier so viele? Frag die Gegner. Warum levelt er hoch? Hör auf, hoch zu leveln. Ich mag das nicht. Time. Kannst du bitte raufgehen? Danke. Los, Death Trap! Oh, ich hab keine Muni mehr. Da kauft ihr welche. Wenn die mal aufhört, mich anzugreifen, vielleicht. Während ich hier noch kämpfe, machst du schon weiter, wie ich sehe. Finde ich gut. Das wird. Oh, danke, Death Trap. Ich komme mal wieder in deine Nähe. Wenn mich nicht auf dem Weg ein Luftkissenboot überfährt. Wo ist eigentlich. Hör auf zu schreien! Natürlich überfährt mich das scheiß Luftkissenboot. Ich hasse mich! Ich wollte ja auch bloß zur Nachricht, Datenrekorder laufen. Ich meine, hier geht's ja noch. Im Einzel ist es nervig. Wenn du in den. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Gebiet heißt. Ich glaube, die Dal Headlands mit den Skifiden. Wo du die ganze da gab's Zeit. Ein Gebiet, wo ist doch diese Geschütze? Nee, das Gebiet meine ich nicht. Was ich meine ist, das Gebiet, wo du doch auch als Bosskampf mit dem Fahrzeug kämpfen musst. Das schwöre ich! Oh, Handsome Jack hat so gerne. Ja, gut, das ist ein anderes. Ja, da tust du ja auch die Schnellreisestation aktivieren und wenn du mal irgendwie zu Fuß irgendwo hin willst, geht das nicht, weil wegen der Story müsst du dich die ganze Zeit Fahrzeuge überfahren. Sorry, Mission macht's möglich. Hey, mich tut hier mal gerade nichts überfallen, das ist schön. Ich könnte mal vorankommen.
Ja, wenn du direkt da bist, gehe ich gleich weiter. Ich lade dich herzlich dazu ein, dir das Videomaterial da von diesem Part hier ganz genau anzuschauen. Warum? Du wirst es sehen. Okay, ich sag mir dann später einfach welche Stelle. Alles. Oh mein Gott. Einfach mal kurz durchlaufen lassen. Das wirst du sehen. Das ist schwer zu erklären. Vielen Dank, Spiel. Lass mich raten, das Spiel hätte ich einfach nur gerne. Quasi, aber es ist einfacher, selbst zu sehen, als es zu erklären. Ich bleib dabei. Ich hab was eingesammelt. Tanzt. Gut. Wir haben die perfekte Zeit zum Abgeben erreicht. Schön. Gehen wir noch ab. Ich muss mich irgendwie gegen die Viecher noch durchsetzen. Ja, natürlich kommen wir wieder zu dir, Claptrap. Wir können es kaum erwarten. Ich wurde einmal ganz nach unten teleportiert. Okay. Ja. Ach nö! Schon wieder? Nein, ich wurde runtergeschleudert. Und jetzt bin ich down. Ja, ich kenne das. Achso, du hast aufgegeben, okay. Auf zu Claptrap. Hoffentlich wirst du nicht runter teleportiert oder runtergeschubst. Glaube ich kaum, weil ich der Host bin, was auch die Internetleitung erklärt. Also die Verbindung. Ach, warst du schon auf dem beim Fahrstuhl und dann wurdest du runtergehauen? Nein, zum Glück noch nicht. Das wäre aber auch was gewesen, kommt ein wilder Dotz dich einfach weg. Was ist? Gib du die Mission ab, bitte, dankeschön. Ich gebe die Mission ab. So, Claptrap. Oh, was für ein schönes Luftkissenfahrzeug. So, zwei Missionen gemacht. Ja, jetzt bin ich oben. Ohne runterzufahren. Welche willst du eigentlich für den nächsten Part? Der Rack-Dahlia-Mord oder es hat sich ausgepinkelt? Es hat sich ausgepinkelt. Wegen dem Namen. Okay, dann machen wir es hat sich ausgepinkelt im nächsten Part. Okay, hoffen wir mal, dass da besser läuft. Ja, ich lass doch kurz Claptrap ausreden. Okay, tagsüber scheint Skagpisse unsichtbar zu sein. Also dann, bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.